Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Luxus-Vlog-Serie. Und zwar bin ich noch gar nicht auf dem Schiff, sondern nee, ich bin tatsächlich erstmal hier in Singapur im Hotel und ihr wart beim anstrengendsten Teil des Tages gar nicht dabei, denn ich bin natürlich schon hierher geflogen in der Economy von Singapore Airlines über Frankfurt. Ja, das ist soweit im Großen und Ganzen eigentlich wirklich gut gewesen. Also was man da irgendwie noch in der Economy bekommt bei Singapore Airlines, das kann sich wirklich sehen lassen. Das ist also einiges, was das Essen angeht und so richtig, richtig gut. So, und jetzt stand vorher fest, okay, Landung wird gegen 7 Uhr sein und Check-in auf meinem Schiff, auf der Silver Muse von Silver Sea, wird erst sein zwischen 13 und 16 Uhr. So, dass ich gedacht habe, Mensch, was mache ich denn? Man kommt da an, man ist irgendwie völlig fertig, nach so einem 12-stündigen Flug auf Frankfurt. Und dann habe ich überlegt, so, okay, ich buche hier ein Tageszimmer am Airport in Singapur. Das geht hier tatsächlich ganz gut. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Nap-Rooms zum Erholen und so weiter. Also ich habe dann die Variante gewählt, die gar nicht so sehr viel teurer war als dann der Nap-Room. Ich habe mir nämlich ein schönes Hotelzimmer gemietet hier, wo im Crowne Plaza Hotel, wobei man sagen muss, ja, 4 Stunden, 90 Euro, das ist natürlich schon einiges, aber gut, ja, ich meine, wer jetzt auf eine Luxuskreuzfahrt geht, für den sollte das jetzt nicht weiter ins Gewicht fallen, ganz klar. Und ja, dann habe ich hier erstmal ein bisschen mich entspannt und tatsächlich auch noch 2 Stunden geschlafen. Es gibt unterschiedliche Ansichten von Menschen, die sagen, oh, sollte man das machen nach so einem Flug oder nicht? Oder beziehungsweise sollte man das machen gegen den Jetlag oder nicht? Ich habe mich jetzt also, ich dachte, naja, 2 Stunden kann nicht schaden, aber ich bin natürlich jetzt auch nicht wirklich fit. Also wenn ich jetzt ein bisschen müde aussehen sollte, also noch müder als sonst, dann ja, wisst ihr Bescheid. Ja, also, ich würde sagen, ich bin heute nicht so abenteuerlustig, deswegen würde ich sagen, nehme ich ganz einfach mal ein Taxi jetzt auf dem Weg zur Silver Muse. Und da sind wir schon angekommen. Ja, 20 Minuten ungefähr sind wir gefahren. Taxi war nicht teuer, unter 20 Euro. Also das ist hier wirklich in Singapur sehr, sehr, sehr günstig. Ja, aber warm ist es hier. Oh, meine Herren. Ja, also, ja, Check-in hat auch schon begonnen, denke ich. Also sollte es jetzt kein Problem sein, gleich an Bord zu kommen. Koffer ist abgegeben und was ich so tatsächlich auch noch nicht gesehen habe, dass das Kreuzfahrtterminal so richtig in ein Einkaufszentrum integriert ist. Check-in ging wirklich blitzschnell. Ja, Kabine 1006 habe ich bekommen. Was natürlich auffällt, wenn man das hier im Moment sieht, ja, so richtig optisch schön ist das Wetter nicht, aber klar, wir sind halt hier mitten in der Regenzeit. Ne? Und angekommen an Bord gab es auch schon hier den ersten Willkommen-Champagner. Ja, was nun die Suite angeht, dauert es noch ein bisschen. Na, 20 Minuten, dann ist sie dann fertig. Erstmal was Leichtes zum Mittag, ne? Hier ein bisschen Salat mit Garnelen. Und leicht geht's weiter mit so ein bisschen Sushi und Sashimi. Und das Dessert dann schon, ein Obstsalat, ja nur aus Beeren, wie lecker. Und dann ein kleines Stückchen von dem Truffle Cake. Da bin ich jetzt auf Deck 10, wo auch zufälligerweise meine Suite ist. Ja, praktischerweise direkt am Pooldeck. Mein Zuhause für die nächsten 12 Tage. Und zwar Suite 1006, wie gesagt. Und, oh mein Gott, ja, hier geht's schon mal rein. Ich hatte schon gesehen, dass die ein bisschen größer ist auf dem Deckplan. Ja, das ist wahrscheinlich so die größte Kabine, in der ich jemals so lange übernachtet habe. Das ist schon irre hier, oder? So, guck mal, gleich praktischerweise gleich ein zweites Bett, weil ich natürlich nur eins brauche. Und hier ins... Mein Gott, das ist ja hier der Hammer, oder? Ein riesiges Bad, beziehungsweise gleich so 2 eigentlich, ne? Badewanne, Badewanne, Dusche. Ja, schön. Der einzige Haken jetzt gerade, was so das Timing heute angeht, 14.24 Uhr ist es. Es ist halt noch so früh, ne? Und ich bin jetzt schon so, dass ich denken würde, so, ach ja, würde jetzt für den heutigen Tag auch reichen. Also muss ich noch ein bisschen durchhalten tatsächlich. Wobei, da könnte mir der Kaffee hier helfen, ne?
Das ist natürlich schon mal ganz gut. Ja, man sieht hier, guck mal, Bose-Anlage natürlich. Wir sind im Luxussegment und kurzer Blick hier auch schon mal. Ups, die Gardine. Kurzer Blick hier auch schon mal auf den Balkon. Ja, da will man nichts sagen, ne? Riesig ja auch. Also relativ. Und wo wir gerade bei der Technik waren, was hier auch sehr schick ist, guck mal, hier kann man dann sein Smartphone laden. Und zwar völlig drahtlos. Das ist schon cool. So, ein Kaffee wäre jetzt nicht schlecht. Nur, wie macht man diese Maschine an? Guck mal, das ist jetzt hier so eine wirklich schöne Designermaschine. Sogar hier mit Silversea-Logo drin. Aber, hier ist ein Schalter. Siehst du. Und das hier vorne ist jetzt tatsächlich selbsterklärend, ne? Oder? Was muss man denn da machen? Da drauf drücken? Irgendwie bin ich intelligent genug hier für diese Maschine. Jetzt blinkt es. Und es passiert nichts. Seltsam. Ehrlich gesagt weiß ich aber auch gar nicht, wo hier Wasser drin ist oder so. Also hier ist gar nichts. Nee, was man aufmachen kann oder so. Es hat doch geklappt. Man musste ein bisschen doller raufdrücken auf den Knopf, dann geht es. Was ich übrigens vorhin am Flughafen auch schon gemacht habe, ich hatte so eine SIM-Karte vorbestellt. Ja, der Vorteil ist, bei der Vorbestellung kann man auch gleich mit Kreditkarte bezahlen. Vor Ort hätte ich die nur bar bezahlen können, hätte ich wieder Bargeld gebraucht. So, diese Raten, die man hier bezahlt, die sind extrem attraktiv. Also ich zahle hier, ich habe jetzt das hier für 18 Singapur-Dollar, 3 Gigabyte für umgerechnet, also 12 Euro. Ja, und der Vorteil ist, das gilt eben nicht nur in Singapur, eben bei diesem Anbieter, sondern es gilt in vielen anderen asiatischen Ländern und da sind alle auch dabei, also wie Myanmar, Malaysia und so, die ich auf dieser Reise anlaufen werde. Also wirklich sehr, sehr, sehr attraktiv. Ja, und im Vergleich zum örtlichen, also zum deutschen Anbieter natürlich zu bevorzugen, logischerweise. Man hat hier auch ein gewisses Kontingent an Daten jeden Tag im Preis enthalten, aber es ist natürlich so, ja, man braucht das Smartphone natürlich in erster Linie, wenn man irgendwie an Land ist, also zumindest geht es mir so, ne, wenn man sich da nicht auskennt oder so. Ja, hier an Bord ist es vielleicht noch am ehesten verzichtbar, ja, und da ist es eben schon wichtig, dann eine SIM-Karte zu haben. Vielleicht auch nochmal der Blick hier auf die Stadt, ja, das ist ja immer der Nachteil, ne? Wenn man irgendwo einschifft, man sieht von der Stadt, wo man einschifft, selbst gar nicht viel, muss man halt ein bisschen eher anreisen. Das wäre ja vielleicht im Fall von Singapur auch meine Empfehlung. Und es ist Samstag und es wird hier wie verrückt gebaut. Das gibt's ja gar nicht. Und man hätte jetzt sogar einen besonders guten Blick auf das Schiff hier von der Seilbahn. Und hier eben diese Mischung aus Einkaufszentrum und Kreuzfahrtterminal, wo wir eben reingekommen sind. Ja, und wirklich integriert mehr oder weniger auch hier in den Industriehafen. Das ist also alles ganz nah beieinander hier. Neulich bei einer großen Reederei im Massenmarkt hatte ich ja das Problem, dass ich mein Gepäck gar nicht so richtig ordentlich verstauen konnte. Ja, die Gefahr, sag ich mal, besteht hier nicht. Ein richtiges Ankleidezimmer. Ja, und nicht nur das, das ist ja nun gar keine Kleidung, sondern Technikkram. Hier sind also auch nochmal jede Menge Schubladen. Hier ist auch nochmal Platz. So, ja, also überhaupt gar kein Problem. Eben war dann auch schon der Butler da und hat sich vorgestellt, denn das gehört hier bei Silversea eben auch dazu, dass man einen Butler hat, der sich um die ganzen Wünsche kümmert. Ja, und da konnte man dann auch noch so Sonderwünsche angeben, zum Beispiel, ne, dass ich, was so Kaffeekapseln angeht, nur noch diese eine Farbe hier haben möchte ich als Koffein-Junkie. Er hat mir auch gezeigt, wo ich das Tagesprogramm finde. Ich dachte, Mensch, das haben die vergessen, aber das ist hier ganz elegant in der Mappe drin gewesen. Das lag irgendwie nicht auf dem Bett oder so. Ach, guck mal, hier steht auch noch was. Wir möchten Sie herzlich willkommen heißen, Herr Moore. Ja, auch hier, ne? Sehr geehrte Frau und sehr geehrter Herr Moore. Ja, also da scheint man davon auszugehen, dass da jemand existiert, der gar nicht existiert, aber gut. So, das Programm, ja, guck mal, das sieht auch hübsch aus hier, ne? So ein Farbdruck und so weiter. Ja, Dresscode für heute Abend casual, also ganz entspannt. Stichwort Regenzeit, jetzt plattert das aber schon ganz schön und interessanterweise hier auch so total auf die Veranda. Ich dachte ja, wenn ich meine Kamera hier nachher stehen habe, ist gar kein Problem, weil das ist ja überdacht, aber der Regen zieht hier so rein. Mann, Mann, Mann. Aber wie gut ist es doch dann, dass man bei Silversea einen kostenlosen Regenschirm natürlich hat, ne? Auf jeder Suite.
Und so luxuriös ein Schiff auch sein mag, eins ist natürlich trotzdem vorgeschrieben. Eine Seenotrettungsübung, da geht es jetzt für mich hin. Und da muss man hier die Rettungsweste mitnehmen. Und filmen sollte man da natürlich dann nicht. Eigentlich hätte es jetzt ja, auf dem Pooldeck so eine Vorstellungsrunde gegeben vom Entertainment und so weiter. Kapitän vielleicht auch so. Aber aufgrund des Wetters sind wir jetzt reingegangen hier. Ja. Hier ist dann noch ein bisschen angenehmer als draußen beim Regen. Und ehe man sich versieht, hat man dann schon so ein Getränk hier in der Hand. Ja, Wodka mit Ananassaft. My name is Vicky Van Tassel. That is my real name. Silver Sea did not hire a stripper. I am your cruise director for this voyage. I am in charge of entertainment and activities. I am not in charge of the weather. That's the captain, Marco San Giacomo. Und nach der Vorstellung der Entertainment-Leute und nach dem Auslaufen gab es dann noch ein Treffen für die deutschsprachigen Gäste. Denn es sind immerhin 45 auf dieser Reise. Ja, das finde ich ja bei deutlich unter 600 Gästen auf dieser Reise doch ganz bemerkenswert. Relativ viele, ja. Habe ich mich ja schon gut unterhalten mit welchen. Ja, also. Und es gibt eben auch eine Gästebetreuerin aus Griechenland, wo die Mutter aber Deutsche ist und so. Ja, da habe ich jetzt nicht gedreht, sondern einfach nur ein Mojito getrunken. Schon der zweite Cocktail in diesem Video. Das geht aber auch nicht, oder? Na gut, es ist der erste Abend. Ja, gegen den Jetlag, dachte ich. Zeit fürs Abendessen. Es gibt jede Menge Restaurants. Ich glaube, es sind 7 oder 8 hier an Bord. Und 2 kann man ohne Reservierung nutzen. Da gucke ich jetzt mal. Indochin war das eben links oder am Atlantide. Ich glaube, Atlantide probiere ich mal. Und mein Abendessen, das war im Großen und Ganzen eine ganz gesunde Angelegenheit, würde ich wirklich sagen. Und zwar war das einmal grüner und weißer Spargel mit Ziegenkäse. Da hätte ich mir irgendwie noch ein Dressing oder so gewünscht. Ja, so war mir das fast ein bisschen zu fad, aber war schon sonst ganz okay. Dann hatte ich den Signature Lobster Salad, also einen Hummersalat. Der ist wirklich ganz fantastisch gewesen. Und dann hatte ich noch King Prawns. Ja, und zwar auch wieder mit Spargel, Spinat und dann so kleinen Kartoffelchen, also auch mit genug Gemüse dazu. Und dann ein bisschen Lemon-Buttersoße. Ja, das ist auch sehr, sehr, sehr lecker gewesen. Also ja, und bei diesen 3 Gerichten hatte ich jetzt auch nicht so das Gefühl, als wäre ich jetzt irgendwie ja total überfuttert oder so, ne? Überfressen hätte man auch sagen können, aber das sagt man nicht, ne? Ja, also das war schon ganz gut, muss man sagen. Und dann hatte ich noch so einen, ja, Crumble mit Zimtbirne und Blaubeeren. Also die Blaubeeren entpuppten sich dann als genau 2. Ja, und ansonsten war es im Wesentlichen halt da diese Zimtbirne, dazu noch Vanilleeis. Ja, aber ganz ehrlich, ja, man will ja irgendwie dann auch am Ende kalorienmäßig nicht so abgeschossen werden dann am Ende so eines Dinners, muss man wirklich sagen. Ja, gut unterhalten habe ich mich auch schon mit einem Australier, der am Tisch saß, und 2 einem Ehepaar aus San Diego. Also muss man wirklich sagen, hier gut schon ins Gespräch gekommen. Ja, und jetzt ist es noch nicht so spät, 21.43 Uhr. Da würde ich normalerweise noch lange nicht ins Bett gehen, aber ich bin echt so fertig jetzt nach diesem Tag. Also ja, war schon nicht ganz ohne, ne? Ihr kennt das, der Vlog geht weiter. Wir sind morgen in Port Klang. Und was man da noch machen kann, außer nach Kuala Lumpur zu fahren, das gucken wir uns dann mal an. Aber jetzt erstmal gute Nacht. Guten Morgen oder besser Mahlzeit aus Port Klang. Ja, warum Mahlzeit? Da kommt auch schon die Erklärung. Diese Nacht, die ich hatte, war doch etwas speziell, wie das eben so ist, wenn man von Zeitzone zu Zeitzone reist. Ja, ich bin also um 22 Uhr ins Bett gegangen, war wirklich mega, mega müde. Irgendwann denke ich so, ach ja, jetzt bist du eigentlich wach. Ja, war dann irgendwie so fit, gucke auf die Uhr, denke ich, 3.15 Uhr, denke ich, ah, verdammt, ja. Weil das ist natürlich genau das, was man nicht will. Da habe ich gedacht, ich hatte ja tagsüber 2 Stunden geschlafen, denke ich, war vielleicht ein Fehler. 3.15 Uhr, so.
Ja, was habe ich da gemacht? Ich habe so ein bisschen dann auf dem Fernseher mir Speisekarten der Restaurants angeguckt. Das wurde mal in der Höhle der Löwen gezeigt, eine Schlafflüssigkeit, sage ich mal. Ich sage jetzt bewusst den Namen nicht, weil so gut fand ich es bisher nicht, aber ich dachte, naja gut, kann ja mal in so einem Fall das mal zu nehmen, kann ja nicht schaden. Naja, habe ich das genommen. So, ich bin dann tatsächlich wieder gegen 4 eingeschlafen, tatsächlich. Und dann war es irgendwann so, gucke ich wieder auf die Uhr, war es so 9.15 Uhr. Ich so, oh. Ja, da wurde es fast schon wieder, wäre es fast schon wieder knapp geworden, dachte ich dann so zum Frühstücken, weil Frühstück ist bis 10 Uhr. Dann während ich dann noch so drüber nachdachte, bin ich offenbar wieder eingeschlafen. Es ist auch so, dass die Kabine wirklich stockdunkel ist. Ja, ich kann das in einem anderen Video nochmal zeigen, man kann das wirklich stockdunkel da machen, was ich immer mag. So, plötzlich ist es 12.45 Uhr, also Gottes Willen. Ja? Denn ich hatte ja vor, diese kleine Insel, wie heißt die nochmal? Ich muss kurz mal hier auf mein iPhone gucken und dafür mal für die Gesichtserkennung die Sonnenbrille abmachen. Ich wollte ja auf diese Insel, so, das dummerweise klappt das nicht mehr. Die Insel heißt Pulau Ketam, ja? Pulau Ketam, das ist eine Insel, also dadurch, dass wir hier 17.30 Uhr schon wieder verschwinden und es ist jetzt mittlerweile ja, kurz vor 2, weil das dauert ja auch so ein bisschen, bis man dann geduscht hat und so weiter, schaffe ich das leider nicht mehr. Also das kann man auf eigene Faust machen, da lässt man sich mit dem Taxi zum Fähranleger fahren und dann fährt man mit der Fähre nach Pulau Ketam, fährt man rüber, dauert ungefähr eine halbe Stunde, ist nicht teuer, kostet umgerechnet wenige Euro nur, das hätte ich jetzt gerne für euch gemacht, aber ja, ich bin immer so, für mich steht wirklich Schlaf eigentlich erstmal über alles. Also ich hätte es jetzt auch nicht sinnvoll gefunden, so jetzt am allerersten Tag so jetzt so sich den Wecker zu stellen oder so, sondern für mich ist erstmal wichtig, ja, dass ich irgendwie in die Zeitzone komme und das geht erstmal mit Schlafen. Also wenn man es denn kann. Ja, also deswegen ein bisschen schade, dass das nicht geklappt hat, aber gut. So, jetzt würde ich sagen, ist es aber Zeit zum Mittagessen und da kommt er natürlich gleich mit und das dann hier praktischerweise natürlich an Bord. Und ich dachte mir, fürs Mittagessen gehe ich hier mal an den Poolgrill. The Grill heißt das Ganze. Ja, das gibt es dann hier so zum Beispiel als Vorspeise Metze oder Chips und Salsa oder gebackener Camembert. Dann Wraps mit gegrilltem Lachs zum Beispiel oder Sandwiches oder Salate, Tabouleh-Salat. Alles auch ein bisschen moderner durchaus, ne? Also nicht nur so Standardkram. Burger gibt es, gehört natürlich auch dazu. Dann immer Fleisch des Tages, wenn man so will, Fisch des Tages und Desserts. Das ist auch schon meine Bestellung, ja, und zwar der Wrap mit Lachs und Süßkartoffelpommes habe ich mal dazu genommen. Ja, man sieht jetzt auch hier von der Portion jetzt überschaubar. Es ist nicht so, dass man sich 1 Milliarde Kalorien jetzt hier reinschaufelt, sondern ganz gute Größe. Kann man ja auch einen Nachtisch nehmen oder noch was anderes. Jetzt sollte man ja durchaus im Luxussegment ein bisschen anspruchsvoller sein. Also ja, das Mittagessen, ich fand es okay, wenn ich jetzt so Punkte vergeben sollte, wären das so 3,5 von 5, ja. Weil die Süßkartoffelpommes, die waren halt unter so einer Wärmelampe, das merkt man auch. Teilweise waren die schon labbrig und so, ja. Das ist immer ein bisschen schwierig, ne? Mit Pommes, wenn die nicht frisch zubereitet sind, ja, ist es so eine Sache. Ja. Aber gut, jetzt die Chance, das auszureißen jetzt beim Dessert. Und da ist er, der Cheesecake. Ja, auch hier wieder, muss man sagen, wirklich sympathische Größe. Ne, man hätte das jetzt durchaus auch in dreifacher Größe servieren können, aber so richtig Sinn macht es halt nicht. Wer will wirklich so viele Kalorien dann zu sich nehmen? Also das ist schon ganz gut so. Der Cheesecake war also auf jeden Fall sehr lecker. Ja, was passierte dann? Dann habe ich tatsächlich die ersten 2 Zuschauer schon getroffen. Da rechne ich ja eigentlich gar nicht mit, ne? Wenn ich auf so einem Schiff bin von einem Produkt, was in Deutschland ja eher noch so ein Nischenprodukt ist, aber ja, bei 45 Deutschsprachigen an Bord ist das natürlich gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, da habe ich mich schon gut unterhalten. Ansonsten, ja, was hier aktuell das Wetter angeht, sieht es nur so, also selbst Mittel wäre noch übertrieben. Ja, es ist natürlich heiß, aber es regnet halt natürlich. Also von daher ist es nicht ganz so optimal. Man hätte jetzt auch noch fahren können bis zu seinem Einkaufszentrum von Port Klang hier, da hätte es dann einen kostenlosen Shuttle gegeben. Also das ist eben auch dann Luxussegment, ne? Dass man da jetzt nicht irgendwie versucht für 10 Dollar oder 10, ja, was auch immer, welche Währung, man das noch extra zu verkaufen, sondern sowas ist dann halt im Preis enthalten. Aber eine gute Gelegenheit, jetzt selber mal so ein bisschen das Schiff noch zu erkunden, das habe ich jetzt auf dieser Reise auch noch nicht gemacht. Ich war ja halt einmal schon ganz kurz an Bord für eine Nacht.
Ja, aber ansonsten eben nicht. Oh, hier sind alles so Trocknungsmaschinen. Das scheint hier wohl etwas nasser geworden zu sein, ja. Aber gut, passiert halt, ne? Ja, hier ist doch noch so ein Kaffeebereich oder so. Mal gucken, kleinen Kaffee. Kleiner Kaffee geht immer. Ja, also für den Kaffee-Junkie ist das schon hier das Richtige. Wobei der genauso wie der Kaffee auf der Kabine hier mit so Kapseln gemacht wird. Also selbst wenn ich jetzt hier ja, ins Kaffee gehe, wird der aus den Kapseln gemacht. Was jetzt für die Qualität völlig okay ist. Ja, aber es ist jetzt irgendwie nichts mit Siebträger oder so. Das machen sie hier nicht. Zu den Orten, wo ich bislang auch noch nicht war, zählt das Fitnessstudio. Ja, ihr seht schon, da hinten wird ordentlich Sport gemacht. Da. Nur dummerweise, kein Witz, ich hatte ja nur 23 Kilo Gepäck frei. Da hatte ich zu viel Gepäck und da habe ich die Sportsachen wieder rausgenommen. Ah, also wird schon wieder nix. Und das Unterhaltungsprogramm hier heute Nachmittag, ein Quiz. Und was ich bei meinem ersten Rundgang hier an Bord noch finde, ein wunderschöner Ort hier, diese Observation Lounge hier. Auf Deck 11 mit einem wunderbaren Blick dann nach vorne raus. Hat man natürlich noch ein bisschen mehr davon, wenn wir dann tatsächlich fahren wieder nachher. Wenn wir da jetzt mal runterschauen, da kommen wirklich die allerletzten Gäste, denn wir laufen auch in wenigen Minuten auch schon aus. Wir sind fast ein bisschen spät dran, wahrscheinlich haben die einen Ausflug über die Reederei gebucht. Man sieht hier, Deck 10 ist auch die Brücke. Guck mal, kann man gucken, da ist so der Brückennock, ja, wo dann auch der Kapitän nachher wahrscheinlich stehen wird. Was auch interessant wird, ich habe hier meine Kamera schon mal aufgebaut. Die Luftfeuchtigkeit ist hier so hoch. Könnt ihr das sehen? Ups, das ist unscharf, aber so, jetzt ist scharf. Ja, dass es immer ein bisschen dauert, bis das dann das Ganze wieder klar geworden ist. Ja. Also das ist wirklich nicht ganz ohne. Also gleich um die 90% oder so. Also ja, dauert halt ein paar Minuten, dann geht es wieder. Ich bin umgezogen zum Abendessen. Ja, das ist etwas, was man bezeichnen würde als casual. Ich bin nicht ganz sicher, ob hier Jeans erlaubt sind. Deswegen habe ich so gut wie gar keine dabei. Und zwar eine Chino. Man kann, wenn man das möchte, so casual jeden Abend irgendwo essen. Das ist überhaupt gar kein Problem. In mehreren Restaurants ist das so. Aber es gibt eben auch drei Restaurants, denke ich, wo ein Dresscode gilt. Der kann eben sein casual. Das war halt gestern da, wo ich war. Heute wäre dort informell. Das würde bedeuten, das wäre schon okay, aber bitte noch ein Sakko dazu. Und dann gibt es noch formell, das ist dann ja der dunkle Anzug. So, ja, das wird auch noch vorkommen. Ich habe auch einen dunklen Anzug dabei, aber eben wichtige Nachricht, ja, für die Leute, die sagen so, ah, will ich nicht mitnehmen oder so, das ist im Prinzip kein Problem. Man kommt mit casual aus. Ja, und selbst, und man kann auch im Zweifel hier sich auf der Veranda das Essen auch servieren lassen. Ne? Das ist auch kein Problem. Zumindest aus dem Roomservice-Menü und da gibt es einiges. Also, ja, aber mir war jetzt heute mal nach La Terrazza. Das ist tagsüber Buffet-Restaurant und abends ist es ein italienisches Restaurant mit Bedienung. Also, gucken wir mal. Der Riesenvorteil bei dem La Terrazza ist, dass man eben auch draußen eben auf der Terrazza, also auf der Terrasse sitzen kann. Ja, das ist natürlich wirklich schön. Ja, und das ist es gewesen. Also zuerst gab es da, ohne dass ich es bestellt hätte, so eine kleine Vorspeisenvariation. Also das reichte mir dann ehrlich gesagt schon als Vorspeise. Dann hatte ich Rigatoni. Ja, mit Pancetta und Zwiebeln. Das ist sehr lecker gewesen. Und dann als Hauptgang vegetarisch, man glaubt es nicht. Melanzane alla Parmigiano, glaube ich. So. So ein italienischer Klassiker. Also Auberginenauflauf. Das war nicht so wirklich viel, aber es war sehr lecker. Und ich meine, gut, man kann immer nachbestellen. Ne? Und dann hatte ich ein wirklich fantastisches Tiramisu, eines der leckersten Tiramisus auf dem Schiff, die ich je hatte. Und dann hatte ich am Ende noch Käse. Ja, das war insgesamt wirklich eine runde Sache. So mal italienisches Dinner. Der Blick aufs Tagesprogramm, das gibt es ja auch auf Deutsch. Und da steht hier, ja, es gibt jetzt gleich Showtime. Silversea präsentiert stolz Uprights and Grands mit den Sängerinnen und Sängern hier. Und was ich gerade auch noch entdeckt habe, ich guckte so, hä, was ist das denn für ein Tuch? Ja, da hatte ich irgendwie meine Sonnenbrille da liegen lassen. So, bekommt man dann gleich ein Putztuch dafür. Oder der Butler hat einfach nur gesehen, dass die schmutzig war oder so. Nein, aber wahrscheinlich hat er die auch sauber gemacht. Würde ich mal fast vermuten. Also, sie sieht sehr sauber aus.
Ja, also im Luxusbereich muss man mit allem rechnen, ne? Drei Sängerinnen, drei Sänger. Ich finde ja, die haben das wirklich gut gemacht. Natürlich ist diese Location ja jetzt so ein bisschen beschränkt von den Möglichkeiten her. Ja, das Ganze geht ja jetzt nicht über zwei Decks oder so, aber trotzdem. Ja, und wen ich schon jetzt am zweiten Tag wirklich sehr, sehr, sehr überzeugend fand, das ist die Kreuzfahrtdirektorin Vicky. Italy 16! Ooh. Now I think you work here. Japan 8! Okay, Kenya 1! Luxembourg. I believe there's four, but I think there might just be three here tonight. Okay, Malaysia. We're just riding you around in circles around your home. There's seven from Malaysia. Where are you? Excellent. Ich hoffe, ihr habt das alles verstanden, aber die macht das wirklich gut. Sehr, sehr, sehr witzig. Also habe ich so witzig schon lange nicht mehr erlebt auf einem Schiff. Ja? Und obwohl es ein Luxusschiff ist, halt überhaupt nicht steif und so weiter. Ja, aber das ist natürlich so das Internationale, ne? Dass eben Luxus nicht unbedingt steif sein muss. Wie vielleicht auf einem deutschen Luxusschiff oder so. Ja, da habe ich das schon anders erlebt. Ja, ja ach so, ja, dann noch ein kurzer Blick in die Panorama-Lounge. Dort mit einem hochmotivierten DJ, denn der war den ersten Tag nach dem Urlaub wieder da. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete, de la forma que tú ves. Ja, ihr seht, also ein bisschen war da noch los und ja, dann so gegen Mitternacht habe ich mich dann hier wieder auf den Weg in die Kabine gemacht. Ich bin mal gespannt, wie ich gleich schlafe. Also ich habe ja super geschlafen letzte Nacht, vielleicht ein bisschen lang. Ich meine, wenn man bis 12.45 Uhr schläft, kann man dann um Mitternacht überhaupt wieder schlafen? Ich werde es sehen. Ja, sorry nochmal, dass das mit dem Ausflug nicht geklappt hat. Ja. Aber da sieht man, also das vielleicht so als Learning sozusagen für euch. Wenn ihr Fernreisen macht, verplant euch da nicht zu sehr, gerade in den Tagen nach der Ankunft. So, ich finde es halt wichtig, ja, dass man da dem Körper das auch gibt, nach dem, was er verlangt. Also, dass man irgendwie sich den Schlaf auch holt, den er braucht. Ja, also, ja, ich bin mal optimistisch. Also, ich würde mir für morgen mal ganz verrückt den Wecker stellen. Dann geht es nach Penang in der nächsten Folge. Ja, und wenn euch das Ganze gefallen hat, trotzdem auch ohne Ausflug, dann gebt dem Ganzen einen Daumen hoch. Und ach ja, wenn ihr Angebote checken wollt für die Muse, da geht's zu den Angeboten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Tschüss.